Liebe Trefflingerinnen und Trefflinger, liebe Gäste, heute wird die Videoaufzeichnung nicht aus unserer Auferstehungskirche in Treffling aufgenommen, sondern von einem Privatwohnsitz in Wartberg ob der Eist, meinem Wohnsitz. Heute ist der 6. Dezember. Die katholische Kirche feiert den heiligen Nikolaus. Er gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen in unserer Kirche. Ich habe das öfter erleben können, wie nah dieser Heilige manchen von uns ist. Ich war immer wieder in Bezirksseniorenheim in Treffling zu Gast bei den drei Wohngruppen. Und wenn ich da verkleidet als heiliger Nikolaus aufgetaucht bin, haben sie sofort reagiert darauf, die alten Menschen. Selbst Demente haben plötzlich ganz wach mich wahrgenommen, haben vielleicht sogar glänzende Augen bekommen und die Freude war in ihrem Gesicht zu lesen. In unserer Pfarre haben wir leider die Besuche des heiligen Nikolaus dieses Jahr absagen müssen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie man diesen Besuch mit Mund- und Nasenschutz und vor dem Haus so machen kann, dass ein Stück Mystik und Freude erlebbar wird. Und so entstand die Idee, einen Nikolaus hier aufzeichnen zu lassen und euch diese Aufzeichnung zu senden. Wer war der Nikolaus von Myra? Wir wissen sehr wenig über sein Leben. Wir wissen nicht einmal, wann er geboren und wann er gestorben ist. Er lebte am Ende des 3. und in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Er wurde geboren in Patera und kam später mit seinen Eltern nach Myra. Das ist eine kleine Hafenstadt, circa 100 Kilometer von Antalya, in der heutigen Türkei entfernt. Diese Stadt Myra war in der Provinz Lykien, die damals von den Römern besetzt war. Es heißt, dass seine Eltern sehr gläubig, aber auch sehr reich waren. Er wurde mit 19 Jahren von seinem Onkel, der Bischof in Myra war, zum Priester geweiht. Später wurde er selbst sein Nachfolger. Während der Christenverfolgung um 310 ungefähr wurde auch er gefangen genommen und gefoltert. Und jetzt beginnt langsam dann die Legende. Er scheint auf jeden Fall eine sehr starke Persönlichkeit gewesen zu sein, weil er Herrschern auch widersprach, wie es dann in der Legende zu erleben ist. Und auch sein griechischer Name ist interessant. Nikolaus bedeutet, es ist griechisch, Sieg des Volkes. Nach seinem Tod wurde er erst in Myra verehrt und das breitete sich sehr schnell aus über die ganze Kirche und in Europa gibt es allein 2000 Kirchen, die nach diesem Heiligen benannt sind. Und ich möchte jetzt noch vermitteln, wie beliebt dieser Heilige war. Er wurde Schutzheiliger der Gefangenen, weil er selbst gefangen war und weil er selbst vielen Gefangenen wieder Freiheit brachte. Er war Schutzheiliger der Anwälte und Juristen, der Ministranten, der Schüler, der Studenten, der Pilger und der Reisenden, der Liebenden und Gebärenden, der Metzger und Bäcker, der Apotheker und natürlich aller Kinder. Eine Tradition aus dem Mittelalter finde ich sehr sympathisch. Es war damals in mittelalterlichen Klosterschulen
Brauch, dass die Kinder sich am Nikolaustag einen Kinderbischof aus ihren Reihen erwählen durften. Und nach dem Prinzip, alles wird umgekehrt, durfte dann dieser Kinderbischof den Erwachsenen die Leviten lesen. Er durfte sie tadeln dort, wo sie zu tadeln sind. Und als nächstes werde ich Ihnen nun zwei Legenden des heiligen Nikolaus erzählen. Jetzt bin ich verkleidet wie der heilige Nikolaus. Und ganz wichtig, wenn Sie einen Weihnachtsmann sehen, dann hat er keine Mütze auf, sondern eine rote Haube mit Quast. Und dann ist es nicht der Nikolaus. Das ist der Weihnachtsmann, Santa Claus. Und diese Tradition geht auf das 20. Jahrhundert zurück, ist in Amerika entstanden. Zurück zum heiligen Nikolaus. In zwei Geschichten möchte ich vermitteln, was für ein Mensch er war. Die eine, ich habe schon erzählt, dass er aus einem sehr reichen Haus stammt und hat viel Geld. Und einmal kam ihm zu Ohren, dass ein verarmter Edelmann sehr traurig war. Er hatte drei Töchter im heiratsfähigen Alter. Und er wollte sie verheiraten. Das war aber damals nur möglich, indem man ihnen Geld und Geschenke in die Ehe mitgibt. Mitgift hat man das damals schon genannt. Und das konnte er nicht, er hatte nichts. Und er hat schon sogar überlegt, sie zu verkaufen, weil er ihnen keine standesgemäße Hochzeit finanzieren konnte. Der heilige Nikolaus hat das gehört. Eines Nachts kommt er zu dem Haus, sieht ein Fenster offen und hat etwas hineingeworfen. Was war das? Am nächsten Tag hat die älteste der Töchter das gesehen, das war ein Bündel. Sie hat gemacht, da war ein netter Mann oder Frau und die haben uns Essen geschenkt. Sie machte das Bündel auf, da war Gold drin. Und sie waren überglücklich. So konnten sie die älteste Tochter verheiraten. In einer anderen Nacht, ein paar Wochen später, war das wieder das gleiche geschehen und auch die zweite konnte heiraten und zuletzt ein drittes Mal und dann die dritte. So hat sich das Bild und die Geschichte zum glücklichen Ende gewandelt. Die andere Geschichte: Im Myra hat es eine Hungersnot gegeben. Alle hatten nichts mehr zum Essen. Die Speicher waren leer. Der heilige Nikolaus konnte noch für die Kinder Essen erbetteln. Aber dann war auch das zu Ende. Und sie litten wirklich große Not. Die ganze Bevölkerung im Myra. Und dann plötzlich der Ruf, Schiffe kommen, Schiffe. Und alle, die noch gehen konnten, weil sie nicht zu schwach waren, sind zum Hafen und da legen tatsächlich drei Schiffe an, bis oben beladen mit Korn. Bestimmt für einen Kaiser in Konstantinopel. Und Bischof Nikolaus hat dann mit dem Kapitän verhandelt. Gebt uns, wir leiden bittere Not, gebt uns Korn, damit wir nicht Hunger leiden müssen. Der Kapitän sagt, ehrwürdiger Bischof, ich kann nicht. Ich würde es gern. Das ist für den Kaiser in Konstantinopel bestimmt
Und wenn ich das nicht ihm genau in dem Maße abgebe, wie ich es empfangen habe, dann, und das wird genau geprüft, dann werde ich verhaftet und werde streng bestraft. Der Bischof versuchte es wieder und sagte, ich verspreche dir, du gibst uns einen Teil und wenn du in Konstantinopel ankommst, wird alles in dem Ausmaß da sein, wie du es empfangen hast. Er hat sich überreden lassen, der Kapitän, und hat zum Teil die Ladung ausgegeben und die Not war für einige Wochen in Myra beendet. Und als er in Konstantinopel ankam und das abgewogen wurde, was da angekommen ist, hat kein Gramm gefehlt. Und der Kapitän hat dann diese Geschichte erzählt. Und der Kaiser war, heute würde ich sagen, nicht amused, dass ein Bischof es wagt, seinen Besitz ein Stück zu dezimieren, auch wenn es nachher wieder stimmt. Er war gespalten, bewundernd, dass das möglich ist und gleichzeitig aber, was dieser Bischof wagt. Und das zeigt ein Stück, dass er eine kantige, starke Persönlichkeit war, der sogar dem Kaiser ein Stück trotzen wollte. Was sagt mir als Theologe diese zwei Geschichten? Wenn du helfen willst, wenn du Not lindern willst, häng es nicht an die große Glocke, mach keine große Geschichte daraus. Beschäme die nicht, die das bekommen, dass du von oben nach unten etwas gibst, sondern mach es möglichst ohne Aufsehen. Das ist Caritas. Und die zweite Geschichte, sieh diese Not und handle und vertraue auch auf Gott, dass er wirkt. So sehr unser Verstand sagt, das gibt es nicht. Gott wirkt auch. Wir müssen nur daran glauben und auch dazu beten. Aber es können Wunder passieren, so schwer das vom Verstand nachvollziehbar ist. Und der heilige Nikolaus ist ja auch ein Patron der Kinder. Er liebt es, die Kinder zu beschenken. Diese Nikolaus-Andacht möchte ich mit einem Segen beenden. Das Licht Gottes leuchte auf unseren Wegen. Der Herr, der uns entgegenkommen will, segne und begleite uns durch die Zeit des Advents. So segne uns der gute, barmherzige, uns begleitende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Schluss habe ich noch eine Frage. Eine Rätselfrage an die Kinder. Ihr habt es jetzt gesehen, ist euch was aufgefallen? Bei meinem Kostüm des heiligen Nikolaus hatte etwas gefehlt. Wenn du drauf kommst, dann komm nach dem 6. Dezember, am 7., 8. oder 9. ins Pfarrbüro und sag deine Antwort. Du bekommst dafür eine Nikolaus-Schokolade.